Andals-Info aus der Gmoor. Haben wir die Ehre miteinander, Andals-Info aus der Gmoor, März-Ausgabe. Als allererstes ist es darum gegangen, wir haben ja in der letzten Sitzung die Straßennamen für das neue Baugebiet am Füllerstadl vergeben und da hat sich der Geschichtskreis bei uns gemeldet und hat gesagt, ja, da hinten ist zwar dieses Künstlerabteil, wo Mozart, Brahms und so weiter verwirklicht haben, sie hätten aber gern den Gerhard Geier als Straße verwirklicht oder eingebracht. Der spielt zwar nicht in der Liga, aber das ist ein gebürtiger Stammhammer und hat einige Lieder geschrieben, unter anderem gibt es anscheinend auch ein Stammhamm-Lied, ist mir nicht bekannt, einen Limes-Marsch, und hat auch viel für Stammhamm selber gemacht, hat das Grippergestift in der Kirche, die Glocke am Friedhof und so weiter. Es wurde aber dann mehrheitlich beschlossen, okay, wir nennen keine der bestehenden Straßen vom letzten Mal um, eventuell den wir einen Spielplatz nach ihm benennen oder ihn bei einer zukünftigen Vergabe von Straßennamen berücksichtigen. Kommunale Verkehrsüberwachung, das sogenannte Blitzen. Ja, ein bisschen kontroverses Thema, da hat ja jeder seine eigene Meinung. Wir haben sich damit befassen müssen, weil wir ja zu dem Zweckverband damals nicht richtig dazugehören haben, sondern bloß eine zeitweise Mitgliedschaft für 2 Jahre gemacht haben. Die läuft jetzt dann aus. Und dann ist darum gegangen, okay, lassen wir es auslaufen oder gehen wir dann voll dazu, dann wird für uns auch diese Dienstleistung etwas günstiger. Ja, ist hin und her diskutiert worden. Am Ende ist es ziemlich knapp rausgegangen, ist mit einer Stimme Mehrheit beschlossen worden, ja, wir bleiben dabei, die sollen weiter bei uns den fließenden Verkehr überwachen. Nichtsdestotrotz, bitte lasst es gar nicht so weit kommen, dass ein Foto von euch gemacht wird, haltet euch schöne Geschwindigkeiten, auch an den Tagen, wo nicht geblitzt wird. Es ist zu unserer aller Sicherheit. Als nächstes hat der Stefan Ampferl, unser Feuerwehrkommandant, einen Jahresbericht über die beiden Wehrenstamm und Appertshofen vorgelesen. Ja, wenn ihr erinnert, wir haben ja vor gut einem Jahr für die Löschgruppe Appertshofen ein neues Fahrzeug gekauft, um die wieder etwas zu beleben, und das hat ziemlich gut eingeschlagen. Also er hat es wirklich sehr gelobt. Mittlerweile haben es 24 Aktive, üben total fleißig, super gut. Auch in der Feuerwehr Stammheim, die Zahlen alle in Ordnung. Also da wird ein richtig guter Job gemacht. Es ist zu unserer Sicherheit. Vielen Dank an die Leute an der Stelle. Und ein bisschen Werbeblock, die feiern heuer im September auch noch großes 150-jähriges Gründungsfest in der Mehrzweckhalle. Gerne dabei sein. Ich werde auch irgendwann nochmal Werbung über den Kanal aus haben, dass ihr wisst, wann genau was läuft. Dann ganz kurzer Punkt, es ist darum gegangen, der kirchliche Kindergarten, die Mäharbeiten, wo vor die Gemeindearbeiter durchgeführt werden, das ist die letzten Jahre nie abgerechnet worden, hat der Rechnungsprüfer moniert, ist jetzt ein Beschluss gefasst worden, ja, das sind 2.500 Euro im Jahr, sollte jetzt ordentlich in Rechnung gestellt werden, aber nicht rückwirkend. Die Martinschützen Westerhofen haben einen Antrag gestellt, dass man sich wie alle Jahre an den Heizkosten zu 50% beteiligen, macht die Gemeinde natürlich, und auch mit 20% an 2 so Lichtgewehre, gerade für die Jugendarbeit, beteiligen wir uns auch. Informationen und Anfragen. Als allererstes, Deutsche Glasfaser und die Firma Soli, die das in Stammheim umsetzt, haben signalisiert, sie möchten im Juni diesen Jahres damit fertig sein. Ja, wir hoffen mal das Allerbeste, dass das auch so funktioniert. Notfallplan Blackout. Es müsste da jeder Haushalt eine Karte vom Landkreis gekriegt haben. Die Gemeinde Stammheim hat sich da auch angestrengt, was ist im Fall eines längeren Stromausfalls zu tun, weil da ist davon ausgegangen, dass das Telefonnetz und das Handynetz ausfällt. In diesem Fall werden die beiden Feuerwehrhäuser besetzt und das Rathaus. Also wenn ihr irgendeinen Notfall habt und müsst Hilfe holen, dann sind diese Punkte anzufahren. Schaut selber den Flyer genau und natürlich sicher aufbewahren, dass man es im Worst Case auch findet. Am 6.5. ist Tag der offenen Tür im Haus der Kinder. Gerne vorbeischauen. Wer Interesse hat, sich als Schöffenrichter zu bewerben für die nächste Legislaturperiode, sollte das bitte bis zum 15.3. im Rathaus machen. Infos auf der Homepage. Dann wird es heuer wieder eine richtige Tag-Aktion saubere Landschaft geben. Der wird am 1.4. sein. Da auch später Infos auf der Homepage nochmal, wann, wo treffen. Und am Ende, wer da fleißig mit Müll gesammelt hat, gibt es im Bauhof Leberkäs-Semien. Und jetzt habe ich für euch noch eine kurze Info. Bauausschuss Special. Ja, letzte Woche war wieder Bauausschusssitzung und es hat zwar Punkte gegeben, die, glaube ich, da erwähnenswert haben. Das eine ist, der Sportverein hat mit dem Eishersteller Funk aus Dürndorf Kontakt aufgenommen. Der macht ein sehr regionales und nachhaltiges Eis. Und hat auch gefragt, ob sie nicht irgendwo in Stammheim so einen Automaten aufstellen könnten. Sie haben dann einen Platz gefunden zwischen den 2 Turnhallen. Da ist darum gegangen, ja, wenn es auf gemeindlichem Grund steht, dann brauchen wir da einen Mietvertrag und Haftungsausschluss und so weiter und so fort.
Der Bauausschuss hat auch angekündigt, ja, oder signalisiert, wir finden den Standard nicht ganz optimal. Jetzt ist heute die Rückmeldung gekommen, ja, sie wissen das selber, aber der Standard ist ja vom Schatten und vom Strom jetzt relativ einfach, um den einmal ein Jahr zum Testen da aufzustellen, wie wird er angenommen und wenn da entsprechend Umsatz ist, dann sollte er vielleicht einzeln eingekauft werden und näher an die Straße kommen, dass Besucher oder Spaziergänger den auch noch besser nutzen können. Sollte der, wenn der Automat in Betrieb geht, erfahrt es natürlich hier auf dem anderen seinen Kanal. Und das zweite ist, die Netzwerkhalle hat also einen schönen Parkettboden und der ist halt relativ empfindlich, somit ist es halt immer schwierig, irgendwas da drin machen, wo die Leute mit Straßenschuhen reingehen und so weiter und so fort. Der alte Schutzbelag, das sind so riesige Rollen, ist ziemlich in Mitleidenschaft gezogen, macht einen Haufen Arbeit, das aufzubauen und da war jetzt angedacht, dass man so große Putzteile kauft, gibt's jetzt so, ist halt einfach die technische viel weiter wie vor 30 Jahren. Dass man so einen Belag anschafft, der schnell zum Verlängern ist und schnell wieder zum Einsammeln ist. Und dann könnten die Vereine die Mehrzweckhalle für Festivitäten oder ähnliches Schulfest oder was auch immer anfällt, schneller und effektiver nutzen und hätte man dann auch als gemeinen Mehrwert. Da soll was angeschafft werden, aber die Muster an leider bis jetzt noch nicht kommen, aber da sind wir dran. Okay, das war's mit Anders Info aus der Gmoor für März. Danke fürs Zuschauen. Ich sage merci, habe die Ehre, servus.